Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Beim letzten Mal sind wir ja hier leider so ein bisschen abgebrochen. Das war echt nicht so schön. Mein Antivirenprogramm hat mir da reingefunkt und die Aufnahme ist abgebrochen. Tut mir leid dafür, aber ich habe nicht weitergespielt. Wir sind immer noch hier in dieser Höhle drin, in dem Höhleneingang. Das Einzige, was passiert ist, ich habe festgestellt, dass die Wolfsform Magie verbraucht und ich habe mich halt einfach zurückverwandelt und war erst verwundert, warum. Und ich habe außerdem festgestellt, dass ich meine Magie und Lebensenergie langsam wieder regenerieren. Das heißt, ich bin nicht zwangsweise darauf angewiesen. Oh nein, warte, das ist andersrum. Meine Magie regeneriert sich, aber meine Lebensenergie nimmt ab, also muss ich ständig Blut trinken. Okay, das macht sogar mehr Sinn. Was auch immer, wir sind in dieser Höhle gelandet und ich gehe mal hier drauf, damit kein noch ein bisschen was sagt. Oder auch nicht, verdammt. Ja, da bin ich beim letzten Mal auch noch drauf gegangen, bevor ich gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht mehr lief. Und da hat er halt irgendwas gesagt von wegen, dass es Geister gibt, denen man nicht trauen sollte und bei denen man aufpassen muss, denn sie wollen an das eigene Blut oder irgendwie sowas in die Richtung. Also nichts, was jetzt so unbedingt schlimm ist, dass wir das verpasst haben. Wie auch immer. Bis hierhin bin ich gelaufen und habe diese beiden Symbole auf dem Boden gefunden. Und ansonsten weiß ich noch nicht, was es mit dieser Höhle auf sich hat. Also wollen wir sie mal erforschen und hoffentlich diesmal. Shed your blood for me, and these artifacts will be yours. Okay. Ich kann dem anscheinend mein Blut geben. Dafür kriege ich Artefakte. Nur die Frage ist, wie gebe ich ihm mein Blut? Das wollen wir doch mal herausfinden. Ich würde auch gern wissen, was für Artefakte. Ah, interessant. Soll ich mir mein Blut geben? Ich habe nicht mehr so viel. So, you come to the Sylphort for help, do you, Vampire? Trade your secrets for the blood of the dead, I will. Ja, machen wir das einfach mal. Ui, das war einiges an Blut. Ja, was kriege ich dafür jetzt? So, you come to the Sylphort for help, do you, Vampire? Trade your secrets for the blood of the dead, I will. Nein, ich habe nicht mehr so viel Blut. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Muss ich noch mehr Blut opfern? Habe ich ihm nicht genug geben können? Oder was ist jetzt das Ganze? Was hat mir das gebracht? Was hat mir das gebracht? Irgendwie war das jetzt so ein klein wenig sinnlos, oder? Ah, na, ich weiß ja nicht. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall sehr schnell irgendwas finden, wo ich meine Lebensenergie wieder aufnehmen kann. Oder Moment, habe ich vielleicht. Da sind so Klingen auf dem Boden. Und das Bild im Eingang von den Tempeln hatte immer bisher irgendwas damit zu tun, was ich in einem Dungeon kriege. Ups. Ach, komm schon. Was ist denn das passende. Wo ist denn das. Nein, das wollte ich nicht tun. Ich suche den passenden Knopf für das Item-Auswahlmenü. Irgendwie bin ich gerade zu blöd, den zu finden. Nein, das ist das. Das ist. Da ist es doch. Ah! Wir haben Klingen bekommen. 10 Stück von denen für unser Blut. Das ist auch mal cool. Die kann ich bestimmt noch gebrauchen. Nur brauche ich jetzt ein bisschen Lebensenergie und so, ne? Okay, nein, das war der falsche Knopf. Geht zurück. Bla. Oh, nein. Naja, gucken wir uns nochmal die Weltkarte an. Ah, ich muss da hoch zu Nupraptors Retreat oder Nupraptors? Nee, Nupraptors? Oder ist das ein P? Pupraptors Retreat. Auf jeden Fall die Zuflucht von irgendwem. Aha. Dark Eden. Oracle of Nosgoth. Ja, da mal schauen. Immerhin wissen wir jetzt auch, wo wir hin müssen. Also vorher haben ja hier die Säulen von Nosgoth geblinkt und jetzt müssen wir da durch. Das ist bestimmt dieses Falkenheim oder wie das hieß? Oder Rabenhain? Dieses Dorf da, was da zu sehen ist. Und dann geht es dann noch weiter hoch. Malek's Bastion. Oder Malek's Bastion. Malek meine ich mich sogar daran zu erinnern, dass der im zweiten Teil einer von Kains Generalen ist. Also, ja, ich werde jetzt mal nicht zu viel spoilern. Den vom zweiten Teil kenne ich ja schon ein bisschen was aus Soul Reaver. Nein, ich werde jetzt nichts weiter erzählen. Das werdet ihr sicher noch früh genug herausfinden. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Wir müssen also gen Norden. Das dürfte kein Problem sein, sofern ich denn hier jetzt vernünftig Blut finde. Ich könnte mich jetzt entweder. Ich verwende jetzt einfach mal die Fledermausform und gehe. Wohin
gehe ich denn? Eigentlich wäre es viel sinnvoller gewesen. Ja, ich könnte jetzt einmal zu den Säulen von Nosgoth und ich kann darunter zu diesem komischen Schrein. Genau, das habe ich ja eingesammelt. Hä? Ach, zu den... Ah, okay. Das ist interessant. Ich habe einmal den Punkt, das ist der eine Obelisk, und ich habe den Obelisken da. Und ich kann mich auch direkt zu den Säulen von Nosgoth anscheinend teleportieren. Ja, egal. Ich gehe wieder raus, denn ich habe gerade realisiert, ich kann mich ja in meine Krypta zurückteleportieren. Das werde ich auch direkt machen. Und zwar, ich wollte da sowieso hin. Nein, das ist falsch. Das ist auch falsch. Das ist richtig so. Denn da kann ich meine Lebensenergie wieder auffrischen, garantiert. Und ich kann doch da mal noch die Sachen angucken, die ich jetzt durch die Wolfsform beherrsche. Oh ja. Meine Lebensenergie wieder aufgefrischt. Ich hoffe, das lag jetzt auch an dem Teleporten. Ich hoffe, ich habe nicht irgendein Item dadurch verbraten. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte auch keine Form annehmen. Ich möchte den anderen Zauber auswählen. Dankeschön. So, wo waren nochmal die Items? Da. Nein, ich habe immer noch 6 Stück. Ich meine, es wären vorher auch 6 gewesen. Von daher, alles gut. Kann ich denn das Blut jetzt auch aussaugen im Geist? Tatsache. Blaues Blut, aber das hat mir nichts gebracht. Das heißt, die Geister der Verstorbenen bleiben über und ich kann sie töten, aber wenn ich das Blut aussauge, bringt mir das nichts. Oder es bringt mir noch nichts. Vielleicht bringt mir das später ja was. Und das Schlimme ist, die sind jetzt auch Geister. Ich probiere es nochmal aus, aber ihr seht, es läuft kein Blut runter in mein Reagenzglas. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie diese Röhrchen heißen. Reagenzgläser, ja. Das ist echt peinlich, dass mir das nicht mehr eingefallen ist. Okay, das ist ja jetzt nicht besonders gut, dass ich hier mich nicht wieder auffüllen kann. Ich hätte hier alles. Ich hätte vielleicht was übrig lassen sollen und nicht alles sofort aufessen. Aber nun gut, jetzt ist es zu spät. Ich speichere erstmal. Vielleicht füllt sich dadurch meine Lebensenergie wieder auf. Man weiß ja nie. Ups, ich glaube, ich hatte das Falsche ausgewählt. So. Jawohl. Und dann diesmal speichere ich auch mal auf einen neuen Spielstand. Falls das Gleiche passiert wie beim letzten Mal. So. Nehmen wir das mal. Oh, 6 Tage und 10 Stunden sind wir schon als Vampir auf dieser Welt. Mal schauen, wie lange wir durchhalten und wie lange wir brauchen. Da die Tage ja in die 100 Stellen kommen können. Also in den 100er-Bereich. So war das gemeint. Kann dieses Spiel oder wird dieses Spiel garantiert noch sehr lange dauern. Aber das ist cool. Irgendwie, ich mag es. Bisher ist zwar, also, was heißt noch nicht viel passiert. Im letzten Part haben wir ja einige coole Sachen noch gesammelt, aber. Ich weiß nicht, ich mag diese Art von Spiel irgendwie. Das ist hat so ein bisschen was von The Legend of Zelda, bloß in dunkel und mit mehr Blut und ein bisschen linearer, also nicht so eine offene Welt. Gut, es ist Nacht, das ist schon mal was Gutes. Ich guck mich, Moment. Karte haben wir doch. Da oben ist nichts, ne? Aber hier war noch jede Menge. Da können wir hier über die Zäune vielleicht drüber springen als Wolf. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann mal schauen. Da unten ist auch noch irgendwas. Da vielleicht. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Auf jeden Fall habe ich gerade mal wieder den Faden verloren. Aber naja, egal. Mir fällt schon irgendwas ein zum Labern. Wir gehen erstmal hier hin. Denn da war noch so eine Karte. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht so viel, denn das haben wir schon. Ne? Also, da haben wir jetzt genug Klingen. Da haben wir unser schönes Blut gelassen. Na, kann ich da nicht drüber? Das ist schade. Oder brauche ich da Anlauf? Aha, ich kann rüber. Wundervoll. Sehr schön. Das ist klasse, gut. Oh. RIP. Was? Das kann ich nicht lesen. Moment, aber oh, das untere sah aus wie Dumbass. Nom, nom. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Ich lasse es erstmal in Ruhe. Die Gräber. So, wir haben da Lebensenergie. Oh, Lebensenergie kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Zombies! Ah! Stirb, Zombie! Stirb, Zombie! Du hast keine Chance gegen den Werwolf. Stirb, so. Geh kaputt. Ja, mal schauen. Vielleicht sollte ich mich auch. Ist das ein Aschehäufchen? Moment, ich fahre nämlich mal in eine Vampirform zurück. Dann verbrauche ich auch keine Lebensenergie. Das Aschehäufchen ist weg, schade. Und dann gucken wir uns nochmal hier um. Über das Wasser werde ich definitiv nicht nochmal gehen. Das hat ja beim letzten Mal tödlich geendet. Ansonsten Karte. Da ist auch nichts mehr. Vielleicht da auf der rechten Seite noch. Man weiß ja nie. Da unten möchte ich gerne hin. Wahrscheinlich muss ich da unterirdisch durch das Ding hier durch.
Und ansonsten, na, hier in der Seite vielleicht gucke ich mich nochmal um und dann gehe ich da in dieses Ding rein. Und dann schauen wir doch mal. So. In die Wolfsform. Ich wollte nach links. Lass mich in Ruhe, du Grabstein. Das ist der Angriff der Gräber. Ja. So. Hier ist so viel Schönes, was ich haben möchte. Hey, warum lebst du denn? Hey, und warum kannst du mich durch den Zaun angreifen? Du solltest eigentlich auch in Geisterform sein. Na warte, komm, gib mir dein Blut. Cool. Ich habe ihn mit einem Schlag getötet, habe aber noch rechtzeitig B gedrückt. Oder, ja, das Äquivalent. Ich spiele mit einem Xbox-Controller. Das Äquivalent auf dem PlayStation-Controller meine ich natürlich. Und dann hat er noch ein wenig Blut aufgesaugt. Gehe ich das bei denen auch? Nein, wir haben schwarzes Blut, das will ich nicht trinken. Wie geht? Wie geht die Bell? Pfui. So, und schauen wir doch mal hier rein. Vielleicht finden wir ja hier noch was Interessantes. So. Aha, was genau ist das? Ein Teleporter? Okay. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt einfach rüber teleportiert auf diese kleine Lichtung im Wald, die auf der Karte zu sehen war. Yep. Oh, was ist das denn? Zombies. Sterbt, Zombies! Ich bin ein höheres, untotes Wesen als ihr. Respekt vor mir. A medley of death and evisceration. Let fate choose my enemy's demise. Okay, cool. Ein neuer Gegenstand, mit dem ich Gegner umbringen kann. Das werde ich mir, glaube ich, aufheben, wenn ich wieder irgendwie fiesere Gegner treffe. Und ich habe jetzt keine Lust, zurückzulaufen. Deswegen benutzen wir doch mal die Fledermausform. Ich meine, wenn wir sie schon haben, ne, warum sollten wir da nicht schnell reisen? Wahrscheinlich ist in dem Dorf da, zwischen den Säulen von Nosgoth und der Krypta, in der ich aufgewacht bin, auch noch irgendwas. Aber da habe ich jetzt keine Lust, da zu suchen. Das können wir ein anderes Mal machen. Wenn wir dann vielleicht auch noch die Nebelform haben, mit der kommen wir dann bestimmt über Wasser rüber. Und dann können wir viel effektiver alles suchen. Und weil ich wette, ich meine mich zu erinnern, dass da über dem Fluss noch irgendwas war, bloß da konnte ich ja nicht lang, weil ich da gestorben bin, weil Vampir und Wasser verträgt sich nicht so. Ne? Von daher, vor allem fließende Gewässer. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel auch bei stehenden Gewässern ist, weil eigentlich gilt das ja bei fließenden Gewässern, dass die eine Barriere darstellen. Aber nun gut, nein! Ah! Blam, blam, blam. Wobei ich glaube, in diesem Spiel gilt das für sämtliches Wasser. Denn der Regen tut uns ja auch weh. Von daher ist Wasser allgemein schlecht. Dann ist auch kein Wunder, dass sie sich von Blut ernähren müssen, denn sie können ja sonst nichts trinken. Alles, was mit Wasser ist, springst du da wohl runter? Dankeschön. Alles, was mit Wasser ist, tut einem ja weh. Das heißt, wenn sie Wasser trinken, dann müsste ja eigentlich von innen die Speiseröhre verbrannt werden. Weil Wasser und so, böse. Oh, da ist ein Gegner. Stirb! Oh, da sind gleich mehrere Gegner. Gib mir dein Blut. Dankeschön. Ich verwandle mich mal zurück, das verbraucht weniger Magie. Und ich möchte mal dieses Ding ausprobieren. Das hat das Symbol einer Guillotine, wenn ich das richtig sehe. Legt sich die nochmal ein, so, ne? Nein, so. Ach komm, stirb du erstmal. Gib mir dein verdammtes Blut. Gib mir dein verdammtes Blut. Dankeschön. So, und jetzt... Kann es sein, dass ich damit sämtliche Gegner auf dem Bildschirm töte? Das wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Ah, du bist mir das nicht wert. Du bist so einfach zu besiegen. Gib mir stattdessen dein Blut. Und du wirst auch mit der Hilfe meines Schwertes sterben. Du auch. Na, solange die nur... Ah, cool. Noch mehr Snacks. Solange die nur... Oder kann es sein, dass die Leute, die ich nur töte, kommen nicht als Geister zurück und die dich... Aussage kommen als Geister zurück? Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr seid es mir wert, so ein Ding nochmal zu benutzen. Dann sehe ich das nochmal. Flum. Oh, der eine ist geschmolzen. Ah, das freut mich. Das ist schön. Ich erinnere mich dran, ich gucke mal auf die Karte. Mhm, ein großer Tempel und da geht's weiter. Ja, dann gehen wir doch erstmal in den Tempel, ne? Oh, oh. Ah, das ist die gleiche Karte, wo wir angekommen sind. Und da ist noch ein Teleporter. Ach so, wir sind da unten von den Säulen von Nosgoth gekommen, sind in den Teleporter und dann darüber und bla bla und blub, Dings, ne? Und so weiter und so fort. Das kümmert uns jetzt weniger, gehen wir mal da rein, töten noch ein paar Bauern oder was auch immer die darstellen. Und ich wechsle mal, genau, ich wechsle einfach den Lichtzauber, weil ich kann es mir eher leisten, Magie zu verschwenden, als das Item zu verschwenden, weil das Item ist ziemlich cool.
alle Gegner auf dem Bildschirm gleichzeitig zu töten, das hat schon was. Falls ich irgendwann mal in einer bedrängten Lage sein sollte, wird sich das bestimmt noch lohnen, das aufgehoben zu haben. Na, komm schon. Ah ja, zum Beispiel jetzt, aber ich habe genug Lebensenergie, dass das nichts ausmacht. Ich kann sie jetzt auch aussaugen von daher. Ja, ich habe sowieso genug. Da oben geht's weiter. Das Schild lese ich jetzt mal noch nicht. Es wird wahrscheinlich wieder nach Rabenheim gehen oder wie auch immer die Stadt hieß. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Also irgendwie finde ich, das sieht auf der Karte größer aus als im Spiel, oder? Oder bin das nur ich? Ach, keine Ahnung, ist mir egal. Da oben ist auch nichts mehr. Dann schauen wir mal, was wir hier drin finden. Erstmal ein Speicherpunkt, das ist natürlich klasse. Den nehme ich sehr gerne in Anspruch. Reading Memory Card Slots, bla bla. Ja, die Ladezeiten in diesem Spiel sind halt ein sehr großes Defizit. Wobei, das ist ja noch nichts gegen Ladezeiten von diversen anderen Spielen. Also wenn ich so an Ladezeiten aus Lego Insel 2 denke oder Sonic the Hedgehog 2006, boah, da wird mir übel. Da muss man ja teilweise eine Minute warten oder länger, bis man irgendwas machen kann. Und vor allem bei Lego Insel 2 musst du laden, wenn du das Spiel beendest. Das muss man sich mal vorstellen. Man ist im Hauptmenü, klickt auf Spiel beenden und dann kommt erstmal, es wird geladen. Was zur Hölle? Und da ist mal wieder das Antivirenprogramm. Na toll. Ah, es ist von alleine weggegangen. Okay, ich kann ohne Probleme weiterspielen. Beim letzten Mal habe ich draufgeklickt. Was bist du denn für einer? Geh kaputt. Gib mir deine Lebensenergie. Und das sind... Hilfe, Hilfe. Was zum... Die machen mir Angst. Das Symbol ist aber cool. Das sieht aus wie irgendein Typ, der Blitze schleudert. Lerne ich jetzt, Blitze zu schleudern? Was seid ihr für Viecher? Ihr seht aus wie irgendwelche komischen Ifrits. Hört auf, Flammen nach mir zu werfen. Also geht's noch hier? Ich werde euch alle umbringen. Komm ich da nicht hoch? Ah, da brauche ich die Wolfsform, ne? Moment. Das kann, lässt sich einrichten. Ihr wollt sterben? So. Hoch da. Ah. Hoch da, sag ich. Spring doch. Nicht in die Richtung. Springst du jetzt wohl mal? Oh, komm schon. Stell dich nicht so blöd an, Kai. Komm. Er möchte nicht da hochspringen. Warum auch immer. Es ist... Warum springst du nicht? Ja, so springt er, ne? Aber vor der Wand springt er nicht. Dann komme ich wahrscheinlich auch nicht da hoch. Das bedeutet für mich, ich muss ein Item einsetzen. Oh, oh. Nicht sterben, bitte. Nutzen jetzt einfach mal das Item. Das ist zum Beispiel eine Stelle, da ist es mir wert. So. Die bin ich schon mal los. Die können mir keinen Ärger mehr bereiten. Und ich habe auch sehr viel Lebensenergie dafür gelassen. Ich hoffe, ich finde... Das sieht aus wie neuer Zauber. The Energy Bolt employs magical force in its rawest form. A messy spell, but a potent one nonetheless. Magie, ja, es ist schön. Ich lerne immer meine Zaubersprüche. Sehr schön, das wollen wir doch mal ausprobieren. Bam, bam, 3, jawoll. Ah, bloß der Magieverbrauch ist ziemlich heftig. Lass mich in Ruhe. Friss das und das und das. Für einen Gegner verbrauche ich die Hälfte meiner Magie. Ja, vielleicht sollte ich mir den nur für Fälle aufheben, wo ich das wirklich brauche. Ich denke, die kann ich auch nicht so vernünftig im Nahkampf besiegen. Nein, ich komme nicht dran. Aber wir können ja strategisch denken. Ich habe ja noch diese Items hier und die lassen sich sicherlich auch anwenden. Ey! So, einer ist schon mal tot. Die Items sind mal wesentlich angenehmer zu benutzen, weil da kann ich einfach ein bisschen Blut lassen und... ich bin fast tot. Da ist ein Magie-Upgrade. Oh, Moment. Ich muss strategisch vorgehen. Ich muss mich hinter der Säule verstecken und dann... Die sind doch Zielsuche, oder? Jawohl. Oh oh. Und gleich verliere ich wahrscheinlich wieder Blut, weil ich regelmäßig Blut verliere. Ich höre eine Mädchen. Ich höre eine Frau. Ich höre eine Frau. Ich brauche das Blut. Ah, da ist sie. Da ist sie. Lass mich da durch. Warum ist das nicht offen? Warum ist das nicht offen? Schalter? Schalter? Ist hier irgendwo ein geheimer Schalter? Hilfe? Da hinten an der Wand. Nein. Falsches Menü. Richtiges Menü. Durch den Schalter. So, und jetzt rennen. Rennen zu dieser Frau und saug sie sofort aus. Saug sie aus. Ist noch ein Schalter an der Wand, den habe ich gesehen. Oh, und ich bin tot. Na toll. Den Gegner habe ich nicht gesehen. The Heart of Darkness. Ja, toll. Naja, immerhin. Etwas. Oh, stopp einfach, du Mistvieh. Komm, geh kaputt.
Jetzt habe ich wieder meine ganze Lebensenergie verloren, die ich durch das Heart of Darkness bekomme. Das ist doch unglaublich, ja. Aber ich sollte mich nicht beschweren, ich habe mir schwerere Gegner gewünscht. Von daher, so. Das ist ja auch schön, wenn ich dann so ein bisschen eine Herausforderung habe. Das habe ich vermisst. So. Nein, ich werde dir nicht helfen. Garantiert. Oh, da unten ist ein Pirat. Oder sieht aus, zumindest aus wie ein Pirat. So, ein Schalter noch. Magie aufsammeln ist immer gut. Denn ich wette, wir werden hier noch einiges brauchen. Ich habe da unten ein neues Reagenzglas, eine Erweiterung von unserem Reagenzglas gesehen. Da. Hm, schön. Das würde mich freuen. Das ist doch schon ein guter Dungeon. Wo bloß, wie kriege ich jetzt die Tür auf? Hm. Habe ich irgendwo einen Schalter übersehen? Also hier schon mal nicht. Oder? Hier vielleicht? Da unten irgendwo? Vielleicht, hoffentlich. Nein, nicht. Och, Manu. Hier komme ich auch nicht mehr zurück. Okay. Dann muss ich ja irgendwo hier noch einen Schalter übersehen haben. Weil ich komme weder zurück, noch komme ich vorwärts. Dann muss ich ja irgendwas machen können. Ich gucke mir nochmal ganz genau um. Hier sind nur ein bisschen Fackeln. Auf dem Boden vielleicht irgendwo was. Ich sehe jetzt so nichts an der Wand auch nicht. Okay. Hm. Das ist in der Tat sehr seltsam. Diese Balken sind auch irgendwie komisch. Hä? Ist vielleicht unter den Balken irgendwo ein Schalter auf dem Boden angebracht oder so? Nicht? Ja, wie komme ich denn da durch? Wie komme ich hier wieder raus? Kann ich hier vielleicht aufzaubern? Bam! Nö. Geh kaputt! Öffne dich! Sesam, öffne dich! Unter der Hand meines Schwertes! Oder du Pirat, mach mir mal hier die Tür auf. Hallo? Klopf, klopf. Ist einer da? Das ist irgendwie... Oder muss ich die Schalter wieder... Ja, wahrscheinlich muss ich die Schalter deaktiviert haben, um die Tür zu öffnen, oder? Toll. Das heißt, ich verschwende gerade wieder meine ganze Magie. Nö. Die sind wir noch, aber hier ist ein... Hä? Anscheinend hat mir das jetzt nichts gebracht. Oder muss ich eine gewisse Kombination gedrückt haben? Oh, Leute. Dann probieren wir es mal mit einer gewissen Kombination. Oh, wartet mal. Nee, doch nicht. Das sah so aus, ich hätte vielleicht gedacht, der eine stand aber rechts und der hier links und dann der auch rechts. Und ich habe gedacht, vielleicht sagen die was darüber aus, in welcher Reihenfolge die gedrückt sein müssen, aber... vielleicht, wo die Schalter an der Wand angeordnet sind? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir doch stückweise durch. Nein, das ist es nicht. Ach nee, warte. Erst kommen beide gedrückt. Und der letzte nicht. Nein, das bringt mir nichts. Ich habe gleich keine Magie mehr. Und ich habe keine Magie mehr. Wie soll ich das jetzt machen? Oh. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich halt eine gewisse Schalterkombination gedrückt habe, um mir durchzukommen. Aber ich würde jetzt auch nicht sehen, woraus sich mir diese entschließt. Von daher... Erstmal muss sowieso die... So. Okay, dann habe ich noch zwei weitere Methoden. Entweder das an oder beide an. Weil den linken und dann den hier an hatten wir ja gerade schon. Wobei, nein, beide andere kann auch nicht sein. Also müsste es theoretisch hier das sein. Also quasi 101 die Kombination. Wenn man mal das als an-aus binär sehen möchte. Ist das nervig. Aber vielleicht habe ich ja doch hier irgendwas übersehen. Wenn ich das nochmal drücke, dann... Das kann ich nicht nochmal drücken. Okay, never mind that. Und hier unten war auch wirklich nichts, ne? Also, tut mir leid, Leute. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich weiterkomme. Aber durch das Herumlaufen lädt sich wenigstens meine Magie auf, dass ich dann nochmal die letzte Schalterkombination ausprobieren kann. Wenn ich dann nicht weiß, wenn es dann nicht weitergeht, dann habe ich ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Dann, ich weiß nicht, das ist komisch und doof und So. Nein, die Tür ist nicht offen. Wie zur Hölle komme ich da durch? Wie zur Hölle komme ich durch diese blöde Tür durch? Oder habe ich hier irgendwelche Bodenschalter? Nee. Hä? Nein, keine Bodenschalter. Hier vielleicht? Das sieht auch nicht aus, als wären da irgendwelche Bodenschalter. Ich laufe nochmal vorsichtshalber drüber, aber...
Ich bin gerade stark verwirrt. Wie komme ich durch diese Tür? Oder wie komme ich allgemein weiter? Wahrscheinlich ist es total offensichtlich und ich sehe es nicht. Und ihr denkt euch gerade so, oh, ist der doof. Warum sieht er das denn nicht? Warum macht er das denn nicht? Aber ich stehe gerade nicht auf dem Schlauch. Irgendwas mit den Säulen? Nö. Anscheinend nicht. Oder eine bestimmte Säule? Die erleuchtet anders als die anderen Säulen. Seht ihr das? Die flackern so. Und die hier hat ein normales weißes Licht, das nicht so flackert. Aber das bringt mir jetzt gerade auch nichts. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber, hä? Ganz ehrlich, hä? Sieht einer von euch, der das Spiel noch nicht gespielt hat, wo ich hier lang muss, was ich machen muss? Weil ich zurückkomme ich nicht. Das könnt ihr sehen, die Tür ist zu. Ich kann den Schalter in der Halle mit den Säulen nicht drücken, denn, also ich habe es ja gerade ausprobiert, ich kann es nochmal ausprobieren, aber das Ergebnis wird das gleiche sein, vermute ich jetzt einfach mal so spontan. Vielleicht stand ich nicht direkt davor, aber nein, den kann ich auf jeden Fall nicht nochmal drücken, um ihn rauszuholen. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen und da ist dann die andere Tür. Und dann, was bringt mir das jetzt? Wie komme ich weiter? Das ist, hä? Also nochmal alle Kombinationen auszuprobieren, probieren wäre jetzt das Letzte, was mir einfallen würde. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine Zeitverschwendung. Naja, mir bleibt nichts anderes übrig. So. Eins. Die Tür ist zu, okay. Dann kommt 1-0. Na, komm schon. Jetzt ist die Tür offen. Hä? Hatte ich das gerade nicht benutzt? Also irgendwie komme ich mir gerade sehr blöd vor. Naja, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte 1-0 ausprobiert, aber anscheinend war dem nicht der Fall. Toll. Naja, was soll's. Hauptsache, wir sind durch und wir kommen weiter und du bleib mir fern. Oh nein, hier sind lauter solche Viecher. Ah, goodness me. Wie soll ich die denn... Ich habe keine Magie mehr. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Toll. Ja, ich habe noch Heart of Darkness. Leute, das ist sehr nervig. Ja, ich krieg nur so wenig Lebensenergie. Keine Magie. Ich kann den nicht angreifen damit. Moment, das ist Zeit, meine Items zu benutzen. Ah, wo waren die nochmal da? Ich habe auch nur noch 9 davon. Das ist immens ärgerlich. Wirklich immens ärgerlich. Ja, toll, jetzt kriege ich hier ein bisschen Magie auf... Oh, was heißt ein bisschen? Ich kriege hier jede Menge Magie aufgefüllt. Okay, dann rüsten wir das nochmal aus. Aber das ist doch... die Gegner sind echt asozial. Nein, das sammle ich nicht ein. Die Magie hebe ich mir auf, bis ich den Gegner besiegt habe. So. Ist es tot? Ist es tot. So. Du gibst mir gefälligst Lebensenergie. Oh, Leute. Immerhin etwas. So. Die Magie sammle ich immer noch nicht auf, denn da ist noch so... Obwohl, da ist auch noch Magie, die ich aufsammeln kann. Okay, never mind. Dann sammle ich die jetzt schon mal auf. Kann nicht schaden. Die Wolfsform bringt mir in dem Fall auch nichts, weil ich komme ja nicht an den Gegner ran. So. 1-0 für mich. Oh, endlich alle besiegt und ein Upgrade für die Fiole. Puh, meine Güte. Was für ein Stress. 2 Hearts of Darkness in diesem blöden Tempel verloren. Aber immerhin einen neuen Zauber und... eine verschlossene Tür mal wieder. Toll. Ich hasse Türen. Das ist offiziell, das ist der Türenhass-Part. Ah, wie kriege ich diese blöde Tür jetzt auf? Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Habe ich gesagt, ich mag dieses Spiel? Ja. Nein, ich mag das Spiel auch. Das macht Spaß, auch wenn irgendwie diese Szene hier gerade so ein bisschen bescheuert ist. Ich sehe keinen Schalter, den ich drücken kann. Dudai, dudai. Ich sehe keinen Schalter, den ich drücken kann. Dudai, dudai, yay. Oder da oben vielleicht? Nö. Ich sehe da keinen Schalter. Nix. Nix, was wie ein Schalter aussieht. Ja. Was muss ich denn machen? Wenn ich das drücke, dann geht die Tür wieder zu, ne? Ja, geht wieder zu. Und. Kann ich sie von hier unten ausdrücken?
Nee, das geht gar nicht durch die Tür durch. Okay, dann kann ich das schon mal vergessen. Ich bekomme die Tür nur mit der Kombination auf. Und hier komme ich, wie man sieht, nicht durch. Ja, das muss doch irgendwo hier im Raum sein, oder nicht? Also, das ist doch... ja, der Kommentar leidet auch schöner darum. Was? Ich bin doch gerade schon dieser blöden Laterne hingelaufen. Warum ist das auf einmal ein Schalter? Ich fühle mich gerade echt sowas von verarscht von diesem Spiel. Oh, meine Güte, ey. Und ihr schüttelt jetzt wahrscheinlich auch den Kopf und denkt euch so, oh, was für ein Vollidiot. Was für ein Volldepp. Aber das ist mir egal. Ich habe jetzt den ganzen Part nur in diesem Tempel verbracht. Selber schuld. Wobei, nein, ich habe den anderen Tempel noch gemacht. Da, wo ich ganz am Anfang drin war, wo wir das Blut gelassen haben und dann Äxte bekommen haben, aber... nervig. So, safe. Ja, komm, Reading Memory Card, bla bla bla. Lass mich einfach speichern. Ich will nicht mehr spielen. Ich habe keine Lust mehr für heute. Mit diesen Worten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nachdem er gespeichert hat. So, speicher schneller. Das Spiel möchte mich heute auf die Probe stellen. Aber es wird nicht gewinnen. Ich gewinne. Ich bin der Let's Player. Ich bin nicht das Spiel, ich bin das Let's Player. Und ich habe gerade das Spiel verloren, ihr habt das Spiel verloren, wenn ihr das spielt. Wenn ihr nicht wisst, wie man das Spiel spielt, dann googelt das, dann werdet ihr es herausfinden. Und mit diesen Worten, sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich hab euch lieb. Ciao.